Guten Morgen zusammen. Oh, es ist 8:30 am zweiten Tag unseres Frankfurt-Aufenthaltes. Und wir werden heute das erste Mal auf die Messe fahren, werden uns jetzt fertig machen, frühstücken und dann so langsam Richtung Bushaltestelle gehen. Und dann werden wir zur Messe fahren. Markus hat schon das Frühstück vorbereitet. Oder ist zumindest dabei. Morgen! Guten Morgen! Es gibt Rührei. Lecker! Und frische Brötchen. Lecker! Carina trinkt schon Kaffee. Kaffee. Was ich verstehe. Ich folge mehr. Gehört richtig. Oh, so sehe ich morgens aus. Ist auch nicht schöner. Die Sonne strahlt und wir sind auf dem Weg zur Messe. Oh, hallo. Erik, Carina und Markus. Und Thorsten. Ja. Nachdem ich endlich soweit war, stadtfein war, konnten wir dann endlich auch gehen. Es ist 16.30 Uhr. Nein, es ist, es ist 10:30 und wir sind auf dem Weg zum Bahnhof? Nein. Ja. Zum Bus. Zum Bus. Viertel vor 11. Und Viertel vor 11. Und mit dem Bus fahren wir dann zum Bahnhof und mit dem Bahnhof mit fahren dem wir Bahnhof? Dann, nee, mit dem Zug fahren wir dann zur Messe. Wo hat er den Lolli her? Von Carina. So, wir betreten jetzt die heiligen Hallen der Frankfurter Buchmesse. Und was sehen wir direkt? Den Duden. So, Carina
Erik und Markus haben jetzt einen Termin oder gleich beim, hier beim Arena Verlag. Da werden denen die Neuvorstellungen vorgestellt. Ich werde mich dann schon mal ins Getümmel stürzen und schon mal ein bisschen schauen, was es hier zu entdecken gibt. Voll genug ist es ja schon. Einer guten halben Stunde auf dem Messegelände in den Hallen brauchen wir schon eine kleine Frischluftpause. Es ist unglaublich warm da drin, aber das Wetter ist auch richtig geil. Es sind 17, 18 Grad sind es bestimmt und da ist der Messeturm. Ja, der Messeturm. Obwohl ich ihn nicht besonders schön finde, so von der Architektur her, ist es doch ein sehr beeindruckendes Bauwerk, muss ich sagen. Das ist ja, glaube ich, das höchste Bauwerk in Deutschland? Kann das sein?